Heute dürft ihr den Tag mit Rose verbringen. Ich bin schon wirklich gespannt, was euch erwartet. Aber bitte seid lieb zu ihr. Ich glaube, sie hat es nicht einfach. Aber nicht nur darauf bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt auf das Ergebnis von einem ganz bestimmten Test. Könnt ihr euch noch an letzte Woche erinnern? An Daisys Junggesellinnenabschied? Ich glaube, da ist etwas unterwegs. Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der 48. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir Daisys Junggesellinnenabschied gefeiert und da ist wirklich eine ganze Menge passiert. Mein persönliches Highlight war, als Emma mit einem wildfremden Mann im Schrank techtelmechtelte. Und wer weiß, vielleicht ist da ja schon das nächste Baby unterwegs? Das werden wir auf jeden Fall in diesem Part herausfinden. Und vergesst natürlich nicht, mich zu abonnieren, meine Videos zu liken und auch zu kommentieren. Und dann hätte ich gesagt, wir starten am besten gleich mal in den Part hinein. Und so starten wir schon etwas früher als geplant in den Part hinein, denn unsere liebe Rose ist gerade vom Computerteam nach Hause gekommen und wurde tatsächlich befördert. Sie ist jetzt Computerteam-Kameradin und sie hat den folgenden Bonus erhalten, Flagge des Computerteams. Alles klar. Viel mehr ist dann aber auch nicht passiert, aber das ist doch eine schöne Neuigkeit und passt sehr, sehr gut zu ihrem Charakter. Und mit Rose werden wir ja heute auch den ganzen Tag verbringen. Ja, wo ist denn jetzt diese Flagge? Im Inventar ist sie nicht, vielleicht ja im Haushaltsinventar. Was sind denn da schon wieder für komische Sachen? Aber okay, wir haben jetzt mal die Flagge des Computerteams. Die hänge ich dann einfach mal so über den Computer. Das passt ganz gut. Das ganze Obst und Gemüse müssen wir irgendwann mal verkaufen. Dann haben wir hier zweimal Uni-Hausarbeiten. Aber es ist doch gar niemand an der Uni. Ja, dann noch das Zeug, das eigentlich Daisy gehört. Das könnten wir bei der Hochzeit zurückgeben. Ein VIP-Eimer, den könnten wir einfach gleich mal verkaufen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ein Sack voll Geld. Ich glaube, den hat irgendwer zu Weihnachten geschenkt bekommen. Den verkaufen wir dann auch mal. Charisma Band 1, okay. Und das ist Teekocher. Ja, den Teekocher können wir ja eigentlich in der Küche platzieren. Warum nicht? Ich hoffe, die Sims trinken dann nicht so oft Tee, wie sie Kaffee trinken. Weil wenn eine Kaffeemaschine dasteht, finde ich das absolut nervig, weil die Sims jede Minute Kaffee trinken müssen. Aber gut, das passt dann ja schon ganz gut. Aus irgendeinem Grund hat Rose keine Hausaufgaben mehr. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht hat sie die in der Schule vergessen, aber das geht doch eigentlich nicht. Dann werden wir aber einfach mal welche bestellen. Denn Rose sollte auf jeden Fall Hausaufgaben haben. Wo geht das schnell? Unter Bücher, glaube ich. Hausarbeiten, Bücher. Hier, Hausaufgaben. Perfekt. Dann hat sie ihre Hausaufgaben wieder. Sehr, sehr gut. Immerhin muss sie die auf jeden Fall erledigen. Und dann kann sie auch gleich Hausaufgaben machen. Und dann werden wir uns tatsächlich aber einen Urlaubstag nehmen. Denn wie schon angemerkt, den morgigen Tag werden wir mit Rose verbringen. Und zwar möchte ich mit ihr morgen nämlich zuerst zur GeekCon. Und die ist in San Myshuno. Dort gibt es einen Programmiermarathon, einen ultimativen Spieletest, schnellerer Fähigkeitenaufbau und außerdem noch eine Rakete. Wunder den Weltraum, ohne eine eigene Rakete bauen zu müssen. Aber treib bloß keine Späße, während du im All bist. Das wäre eigentlich auch sehr cool. Und dann danach von 17 bis 22 Uhr haben wir dann auch noch die Wissenschaftsmesse an der Schule. Da müssen wir dann natürlich auch hin. Und ich glaube, wenn wir in San Myshuno sind, dann können wir auch Violet besuchen. Aber dazu braucht sie auf jeden Fall schulfrei. Urlaub nehmen? Nein. Wo geht denn das schnell? Hier. Urlaubstag nehmen in der Schule. Perfekt. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann kümmern wir uns jetzt auch noch ganz kurz mal um Ivy. Denn wie wir alle wissen, wir müssen hier ja das Bestreben abschließen. Deshalb hätte ich gesagt, sie freundet sich jetzt einfach mal mit unserer Kuh an, die noch immer keinen Namen hat. Aber ich werde sie dann gleich benennen. Und hier haben wir schon wieder einen Fuchs. Osiris, den kennen wir sogar schon. Und hier ist ein Hase. Ich finde das so süß, dass hier so viele unterschiedliche Tiere sind. Also ich finde es zumindest süß, solange der Fuchs unsere Hühner in Ruhe lässt. Aber ich glaube, das tut er. Hoffentlich bleibt es auch so. Oh, gefleckte Kuh ist schmutzig und unglücklich. Ivy, kümmere dich mal ein wenig um sie. Wir werden ihr auch ein Leckerchen geben. Dann werden wir über Ethik von Sim-Kämpfen nachdenken. Und dann müssen wir sie auch ganz, ganz dringend putzen. Und ich werde ihr jetzt auch einen Namen geben. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, gab es einige Kommentare mit Namensvorschlägen. Ich schaue mir das ganz, ganz schnell an.
Und ich habe mich entschieden, wir werden die Kuh Socke nennen. Das finde ich unglaublich süß. Und das war ein Namensvorschlag von euch. Und zwar kam der Vorschlag von Sternchen Warrior Cats. Eigentlich war der Vorschlag für ein Lama gedacht, aber da wir jetzt noch eine Kuh haben, denke ich, es passt auch dafür ganz gut. Und zwar hat sie nämlich folgenden Namen vorgeschlagen. Socke, Rose Schoko und Fräulein Schnaps. Finde ich alle sehr, sehr cool, aber ich habe mich jetzt mal für Socke entschieden. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Übrigens habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, wenn ich auf Kommentare in Zukunft eingehe, möchte ich die auch hier im Video einblenden, denn ihr schreibt mir immer so großartige Kommentare und da möchte ich, dass die einfach Teil vom Video sind. Perfekt. Aber dann werde ich die Nacht jetzt einfach mal durchspielen, denn wir haben morgen wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und wir haben jetzt kurz nach 7 Uhr früh, Rose ist bereits wach und um ehrlich zu sein, es geht ihr sehr, sehr schlecht. Sie ist angespannt wegen verpasster Gelegenheiten, wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Es kann frustrierend sein, wenn eine einfache Sache missachtet wird. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, ob wir diese Angst heute besiegen können, denn heute ist immerhin ihr Tag und wir schenken ihr zum ersten Mal Aufmerksamkeit. Ich glaube, das sollten wir eigentlich schaffen. Und dann hat sie noch unkontrollierbares Wachstum wegen Verschlimmerung der Akne. Rose hat leider Akne, das kennen wir ja schon von ihren älteren Geschwistern. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir es bei ihr nicht behandeln werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach nicht recht weiß, wie sie es abdecken soll und auch irgendwie niemanden um Rat fragen soll. Und deshalb muss sie einfach damit leben. Aber dann reisen wir jetzt nach San Myshuno und treffen uns eben mit Violet. Also ich hoffe, die muss heute nicht arbeiten. Ich habe ihre Arbeitszeiten leider absolut nicht im Kopf. Aber ich möchte auf jeden Fall mit ihr frühstücken gehen. Ich hoffe, sie hat Zeit. Dann treffen wir uns einfach mit ihr hier im Downtown Coffee Shop. Das finde ich sehr, sehr süß. Violet, komm mit uns. Ich hoffe sehr, dass du Zeit hast für deine kleine Schwester. Immerhin war Rose noch nie bei ihr und ich finde, dafür könnte sie sich eigentlich schon einen Urlaubstag nehmen. Aber wir wissen ja alle, Violet nimmt ihre Musikkarriere sehr, sehr ernst. Deshalb könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie nur einen kleinen Sprung Zeit hat und dann eben zur Arbeit muss. Und hier sind wir. Violet ist so cool. Sie sieht einfach großartig aus. Übrigens, ich habe mich so gefreut, dass euch Violet genauso gut gefällt wie mir. Dann wird Rose ihr einmal den Tag verschönern und ihr einfach erzählen, was sie heute so vorhat. Dann werden sie über Spielstrategie diskutieren, weil das ist eben Rose Interessensfeld und ich könnte mir vorstellen, dass Violet damit nicht so viel anfangen kann. Dann wird sie ihr noch eine lustige Geschichte erzählen und einfach erzählen, wie es in letzter Zeit daheim eben zugeht und wie chaotisch alles ist, aber dass sie irgendwie Violet eben auch vermisst. Und dann wird sie sich ihrer Schwester einfach mal anvertrauen und ihre Unsicherheit mitteilen und einfach sagen, naja, mir geht es momentan eigentlich gerade nicht so gut und es ist jetzt auch noch ein unwohles Gespräch. Also die beiden kommen anscheinend nicht so gut miteinander klar. Dann wird sie mal selbstironisch scherzen. Was macht sie denn jetzt? Essen bestellen? Nein, Rose? Du unterhaltest dich jetzt bitte noch mit deiner Schwester? Sie wird sie jetzt einfach mal nach ihrem Tag fragen und fragen, was sie heute schon geplant hat, auch wenn Violet sich schon mit jemandem anders unterhält. Ja, klassisch Violet eben, redet immer mit allen und freundet sich sofort mit allen an. Jetzt ist daraus ein Gruppengespräch geworden. Na, das wird Rose gar nicht toll finden. Ja, sie fühlt sich auch sehr beschämt. Unbehagliche Begegnung. Wo kann ich mich verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Arme Rose hat einfach wirklich keine Ahnung, wie man mit Menschen umgeht. Da wir jetzt übrigens gerade unsere Violet sehen, wollte ich noch auf einen anderen Kommentar eingehen. Im vorletzten Part, den wir mit ihr und Sarah verbracht haben, ist mir ja aufgefallen, dass Sarah eine romantische Leiste mit einem Tobias hat und auch noch zwei Kinder von ihm. Da wusste ich ja dann nicht, was ich machen soll und habe euch um eure Meinung gefragt. Und jetzt möchte ich euch das Kommentar von der lieben Lorena zeigen. Und zwar hat sie geschrieben, Sarah wurde jungschwanger von Tobias, hat sich dann dazu entschieden, mit ihm zusammenzuleben und dann wurde sie wieder schwanger. Tobias betrug sie und hat eine andere Frau geschwängert. Sie erfuhr das erst sehr spät, aber sie wusste, dass es nicht so weitergehen kann. Und dann kam der schicksalhafte Tag und lernte Violet kennen. Langsam wurde ihr auch bewusst, dass sie lieber raus in die große Stadt will. Sie und Tobias haben sich dazu entschieden, dass es für die Kinder besser wäre, erstmal in der gewohnten Umgebung zu leben, also eben bei Sarahs Eltern, bis sie alt genug sind, um selber zu entscheiden, wo sie leben wollen. Und die Idee fand ich wirklich unglaublich cool, passt perfekt zu unserer Geschichte. Also danke, liebe Lorena, für deinen Kommentar. Aber gut, jetzt geht es in unserem Spiel weiter. Rose, du könntest eigentlich jetzt mal was essen. Immerhin beginnt die GeekCon schon sehr, sehr bald und ich glaube, du möchtest da nicht zu spät sein.
Sie wird einfach mal ein Milchbrötchen frühstücken. Warum nicht? Ich hoffe, das stillt irgendwie ihren Hunger. Diese Kleinigkeiten sind ja normal nicht so sonderlich hilfreich. Oh, wir hätten auch einfach das Croissant hier klauen können. Nein. Ist egal, wir haben ein Milchbrötchen bestellt. Wer bist denn du und warum hast du nichts an? Tobias Ernest. Wait, ist das nicht der, mit dem Sarah zusammen war? Nein, ich habe eigentlich keine Ahnung. Wieso merke ich mir eigentlich nie Namen? Ich verstehe es nicht ganz. Aber ich verwechsel immer alle Sims. Aber auf jeden Fall hieß er auch Tobias. Ich schaue einfach mal. Hast du Kinder? 3 Kinder. Ja, das könnte er eigentlich sein. Oder auch nicht. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber Rose, du musst dich jetzt mit dem Essen ganz schön beeilen. Denn die Geekcon geht ganz gleich los. Nämlich in 15 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt. Leider geht es Rose noch immer schlecht. Oh, sie hat jetzt noch immer die Angst vor unerfüllten Träumen. Kann sie darüber vielleicht mit Violet reden? Violet ist nicht mehr da. Was ist denn das? Oh. Ein Hund in einem Trikot. Ich dachte, da liegt ein Sim. Ja, Violet hat uns leider verlassen, aber wir haben ja schon vermutet, dass sie zur Arbeit muss. Und die Geekcon findet statt. Dann werden wir jetzt mit Rose gleich mal hier hinreisen. Natürlich allein. Wen soll sie denn schon mitnehmen? Aber ich bin schon sehr gespannt, wen sie dort trifft. Vielleicht lernt ja auch endlich sie jemand Spannenden kennen, weil den einen, ich glaube Dominik hieß der da zu Weihnachten dann zu Besuch kam, der war ja ein wenig creepy. Also ich würde auch verstehen, wenn sie jetzt erstmal keine neuen Männer kennenlernen will, aber ich lasse sie da am besten einfach die Entscheidungen treffen, schauen wir einfach mal, was auf uns zukommt. Und hier sind wir. Oh, wie cool. Ich glaube, das ist genau Rose ihr Ding. Wer bist denn du? Ein Erwachsener, schade. Und du? Wolfgang Wilder, oh, der ist in seiner Werwolfform. Rico Barbossa, Jeb Harris, die sind ja alle verkleidet. Da geht einfach wer als Prinzessin Leia. Oh mein Gott, ist das großartig. Aber Teenager sind da irgendwie keine. Ja, vielleicht haben die alle Unterricht. Hier könnten wir doch sicher am Programmierwettbewerb teilnehmen, oder? Programmieren? Wir können Spiele modifizieren? Wie cool ist das? Hier haben wir dann die Rakete. Damit können wir das Weltall erkunden. Ich glaube, das machen wir als erstes. Rose, du fliegst jetzt ins Weltall. Eigentlich ist sie ja ein sehr schüchterner Sim, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, gerade weil sie jetzt die Angst vor unerfüllten Träumen hat, dass sie sich einfach denkt, mir ist das egal, ich fliege jetzt ins Weltall. Ich möchte mehr als diese Welt sehen. Eine mysteriöse Botschaft. Nach Eintritt in die Umlaufbahn erhält Rose eine merkwürdige Meldung von der internationalen Sim-Raumfahrtstation. Sie ist schrecklich entstellt und ergibt kaum einen Sinn. Rose beschließt, vorbeizufliegen und nach dem Rechten zu schauen. Oh, das klingt gar nicht gut. Rose, ich hoffe sehr, du kommst heil wieder. Jetzt habe ich langsam Angst um dich. Ein seltsames Spektakel. Rose trifft bei der scheinbar unbeschädigten Station ein, hört jedoch vom Flur her seltsames Gelächter widerhallen. Sie folgt den merkwürdigen Geräuschen in die Kantine, wo sich offensichtlich verwirrte Astronauten mit Klumpen aus gefriergetrockneter Eiscreme bewerfen. Was soll Rose tun? Bringen Sie einfach mal zur Vernunft. Es ist immerhin Rose. Ich glaube nicht, dass sie mitmachen würde. Verrückte Aliens. Als sich Rose der Besatzung nähert, kann sie an ihren Augen erkennen, dass sie sich mit Weltraumwahn angesteckt haben? Sofort beginnen die Astronauten, sie mit Essen zu bewerfen, wodurch sie gezwungen ist, zurück in die Rakete zu fliehen. Rose schickt eine Nachricht an die Kommandozentrale. Hoffentlich weiß man dort, was zu tun ist. What? Und jetzt hat sie auch die Raumfahrttechnikfähigkeit erworben und gleich Level 2. Irgendwie wäre es ja auch cool, wenn sie Astronautin wird. Irgendwie wird das sehr, sehr gut zu ihr passen. Und jetzt haben die Geekcon-Herausforderungen begonnen. Setze dich an einen Computer, um deine Programmierfähigkeit im Programmiermarathon auf die Probe zu stellen. Oder wir können auch noch gamen. Ich glaube tatsächlich, sie ist im Programmieren besser. Wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja. Rose, nimm am Programmiermarathon teil. Und dann zum Spaß könnten wir ja hier vielleicht auch beim ultimativen Spieletest noch mitmachen. Eigentlich haben wir ja nichts zu verlieren. Aber vielleicht sollte sie sich auch mit jemandem unterhalten. Wobei eigentlich, es ist ja so ein Nerdfest. Also vielleicht will sie echt nur ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und wir müssen dann ja immerhin auch noch zur Wissenschaftsmesse. Und dort sind dann ja auch Teenager. Also vielleicht wäre es schlauer, wenn sie dann dort jemanden in ihrem Alter kennenlernt. Rose hat den Programmiermarathon mit einer Punktzahl von 55% abgeschlossen. Der Gewinner wird am Ende des Festivals bekannt gegeben. Alle Gewinner müssen anwesend sein, um ihre Preise entgegenzunehmen.
Ja, ich habe keine Ahnung, ob 55% gut oder schlecht ist. Ich habe null Plan. Aber sie wird jetzt hier auch noch mal am ultimativen Spieletest teilnehmen. Oh, das sieht so cool aus. Das würde ich voll gerne in Wirklichkeit spielen. Irgendwo gibt es das sicher schon. Ganz, ganz sicher. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber wenn es das irgendwo gibt, möchte ich es gerne spielen. Oh, jetzt fliegt wer anders mit der Rakete weg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Weltall. Ich glaube, Rose ist voll gut. Also ich habe keine Ahnung, was sie macht, aber ihre Level ändern sich die ganze Zeit. Vielleicht ist sie gut. Oh, in einer Stunde hätten wir Computerteam. Ja, da geht sie aber nicht hin. Oh nein, Rose ist am ultimativen Spielertest gescheitert. Für ein erfolgreiches Abschneiden müssen mindestens 70 Punkte erzielt werden. Erzielte Ergebnisse, Gesamtpunkte 30. Oh nein. Zufluchtpunkte 6 von 20, Blickblock 9 von 30, Maniac 9 von 30 und Sport 6 von 20. Können wir das nochmal probieren? Okay, probieren wir es einfach nochmal. Vielleicht ist es jetzt besser? Ich habe keine Ahnung. Rose, probier es einfach nochmal aus. Oh, wir können es nicht nochmal ausprobieren. Schade. Olivia ist nicht so gut in der Schule und Jared auch nicht. Oh no. What? Rose hat den Programmiermarathon gewonnen. Der erste Preis geht an Rose Potter mit 55 von 100 Punkten. Sie hat einen Computer gewonnen? Das ist so cool. Ich freue mich so für Rose. Und jetzt isst sie hier noch eine Kleinigkeit. Und dann werden wir uns aber, glaube ich, schon auf den Weg in die Highschool machen. Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr zu entdecken. Und vielleicht muss sie sich dort noch irgendwie vorbereiten. Ich war noch nie bei der Wissenschaftsmesse. Und ja, das werden wir dann einfach erkunden. Vielleicht kann man dort ja auch was gewinnen. Rose ist so ein cooler Charakter. Ich bin froh, dass wir mit ihr den Tag verbringen. Was machst du jetzt? Ach so, nein, nein, nein. Sie wollte gerade zum Computerkurs gehen, das habe ich jetzt mal abgebrochen. Aber dann schauen wir jetzt gleich mal zur Copperdale High School. Und vielleicht kann sie ja dann dort auf einer Bank noch ein bisschen schlafen. Sie ist nämlich tatsächlich sehr, sehr müde. Und ich glaube, für die Wissenschaftsmesse sollte sie schon einigermaßen ausgeruht sein. Also wie gesagt, keine Ahnung, was mich da erwartet, aber es ist sicher mental anstrengend. Also nicht für mich, aber für Rose. Und hier sind wir. Rose ist plötzlich sehr wütend. Ach, schon wieder wegen der Angst vor unerfüllten Träumen. Rose, ich weiß auch nicht, warum du immer wütend bist. Dann kann sie hier jetzt mal auf die Toilette gehen und dann können wir hier vielleicht irgendwo einen Nap machen. Ist hier irgendwo eine Bank? Das sind doch Bänke. Nein, da kann man nur sitzen. Schade. Hier kann man auch keinen Nap machen. Gibt es in der Schule keine Möglichkeit zu schlafen? Was ist denn das für eine Schule? Hier oben in der Bibliothek. Ja, dann machen wir da am Sofa ein Nickerchen. Oh, jetzt ist es aber auch schon zu spät. Die Wissenschaftsmesse beginnt. Aber Rose trinkt gerade einen Kaffee. Das passt dann schon. Die Wissenschaftsmesse des Computerteams beginnt. Programmiere, was das Zeug hält und erstelle coole Grafiken, um den Wettbewerb zu gewinnen. Dann schauen wir mal hier nach hinten. Oh, wie cool. Ich liebe das hier. Dann starten wir mal, indem wir hier einfach ein Selfie machen. Können wir auch mit jemandem ein Selfie machen? Ja, ich kenne die alle nicht. Ich glaube, das sind nur Lehrer. Da macht sie lieber eines alleine. Natürlich gibt es wieder das klassische Feuerwerk. Was können wir noch so machen? Ach, das hat noch geschlossen. Okay. Aber hier können wir einen Gaming-Livestream machen und Game-Jam-Beitrag erstellen. Mach mal einen Game-Jam-Beitrag. Ich sehe es jetzt nicht so als Mensch, der wirklich live streamen würde, dass andere Leute das sehen. Ich glaube, dafür ist sie ein bisschen zu zurückhaltend. Wer bist denn du? Mirko Lamberts. Ein Bad Boy. Aber er ist auch im Schachteam. Rose, warum schaust du denn so drein? Kannst du nicht wenigstens so tun, als hättest du Spaß? Schon besser. Ja, ich glaube, wir machen ein albernes Bild. Oh mein Gott, das ist großartig. Ein albernes, dann vielleicht noch, ja, ein wütendes, einfach weil sie sich gerade wütend fühlt. Gott, Rose, was ist nur mit dir? Ein glückliches, das ist süß und was ist das? Nachdenklich? Wie er sie nämlich ansieht, ist das süß. Ich möchte den Blick oben haben. Oh Gott. Mirko, oder wie hieß er? Ich glaube, er hieß Mirko. So, jetzt haben wir jede Menge Fotos. Ich hoffe, irgendeins ist was geworden. Das ist ja immer ein bisschen problematisch. Sieht nicht so schlecht aus. Das ist verschwommen. Aber die anderen scheinen ganz okay geworden zu sein. Wen haben wir hier denn? Wer bist denn du? Computerteammitglied. Felix Mansch.
Oh Gott, ist das der Sohn? Nein. Kayla Munch ist seine Mutter. Aber seine Mutter Kayla ist dann sicher mit dem verwandt, mit dem Emma im letzten Video ein Techtelmechtel hatte. Ich glaube, Rose muss den kennenlernen. Ich glaube, die müssen beste Freunde werden und vielleicht auch mehr. Und vielleicht, wenn Emma wirklich schwanger werden sollte, können wir dann ja so eine Story machen, dass dann der, mit dem Emma ein Techtelmechtel hat, über Felix draufkommt, dass Emma von ihm schwanger wurde. Vielleicht können wir das ja irgendwie einleiten. Klingt jetzt sehr kompliziert, aber ich glaube, das könnte cool werden. Gut, dann werden wir jetzt einfach mal mit ihm sprechen. Rose wird ihm eine brillante Idee mitteilen, weil es ist Rose und das ist einfach ihre Art. Dann wird sie von neuer Show schwärmen. Er ist immerhin auch im Computerteam. Ich glaube, dafür könnte er sich auch interessieren. Dann wird sie einmal über Interessen reden. Dann wird sie jemanden parodieren. Und ich glaube, sie ist gerade voll glücklich, weil irgendwie ist es zum ersten Mal ein positives Gespräch und er scheint sich für die gleichen Dinge zu interessieren. Das kannte Rose bisher ja gar nicht. Aber schauen wir mal, ob mein Eindruck stimmt. Ja, sie findet ihn lustig und er findet sie ist bewundernswert. Oh, wie cool ist das? Er scheint einfach voll beeindruckt davon zu sein, wie schlau sie ist. Das ist so süß. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von ihm haltet und ob ihr auch eine Idee habt, wie wir so diese Story einleiten können. Also falls Emma schwanger ist. Aber ich gehe ja stark davon aus, weil diese Frau ist ja immer schwanger. Rose hat eine Game Jam Punktzahl von 19 erreicht. Geh zum Wettkampfrichter und reiche deine Punktzahl ein. Dann machen wir das mal. Wettkampfpunktzahl übermitteln. Du hast jetzt genug mit Felix geplaudert. Das könnte irgendwann anders fortsetzen. Ja, gut. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich wollte jetzt auch noch einen Gaming-Livestream machen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Mach noch einen von diesen Beiträgen, was auch immer das sein soll. Und können wir hier was kaufen? Ja, wir werden einmal Objekte durchsuchen. Beim letzten Mal hat sie 19 Punkte erreicht. Oh, die Ausgangssperre beginnt bald. Ja, Mom, wir sind doch von der Schule aus wo. Aber wir kommen bald nach Hause. Kein Stress. Das wird jetzt eh schon gleich aus sein. Anscheinend werden jetzt gerade die Ergebnisse verkündet. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Und ich würde auch gerne wissen, was sie da eigentlich gemacht hat. Weil auch das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wettbewerbsergebnisse des Marktes von Finchwick? Der Kuchen, den du eingereicht hast, hat den Geschmack dieses Mal nicht getroffen. Bitte nimm diesen Trostpreis als Dankeschön für deine Teilnahme an. Bitte sieh im Inventar deines Sims und im Haushaltsinventar nach, um deinen Beitrag zu finden. Denke daran, dich auf den der nächsten Woche vorzubereiten. Ist das ein schlechter Scherz? Was ist denn das schon wieder für ein Bug? Wir sind nicht in Finchwick, wir haben keinen Kuchen. Langsam muss ich sagen, nerven mich diese Bugs wirklich? Wow, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schön. Absolut großartig. Kannst du jetzt wenigstens hier Sachen kaufen? Durchsuch mal die Objekte. Das ist echt nervig. Oh, hier gibt es ganz viele Tablets. Brauchen wir eigentlich nicht. Und Lehrbücher, ja. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Gut, ich bin jetzt schon wieder mal genervt von einem dieser Feste. Wie sollte es anders sein? Bis jetzt gab es da nur Bugs. Also mir kommt vor, alles, was mit dem Highschool-Pack zu tun hat, ist irgendwie verbuggt. Großartig. Aber gut, dann reisen wir jetzt nach Hause. Rose ist nämlich schon sehr, sehr müde. Und außerdem müssen wir, bevor ich den Part beende, ja noch herausfinden, ob unsere Emma ein Kind erwartet. Und hier sind wir. Rose kann jetzt gleich mal eine Kleinigkeit essen. Haben wir noch irgendwelche Reste? Nein, haben wir nicht. Gut, dann wird Rose jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben kochen. Sie macht sich einfach einen Obstsalat. Dann muss sie zumindest nicht wirklich kochen. Ich traue ihr das nämlich nicht so ganz zu. Und dann werden wir mit Emma jetzt gleich einen Schwangerschaftstest machen. Wir können keinen Schwangerschaftstest machen. Wieso nicht? Oh, da sie schon eine Stimmung davon hat. Schwanger, zweites Trimester, wegen Schwangerschaft. Emma ist jetzt schwanger und aufgeregt, bald Mutter zu sein. Oh mein Gott, ich freue mich schon. Und sie ist schon im zweiten Trimester. Das heißt, im nächsten Part werden wir auf jeden Fall zum Ultraschall gehen. Ich freue mich schon sehr. Ihr könnt mir natürlich schon jetzt sehr, sehr gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!